So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Jetzt kommt zu einem von Horizon Forbidden West Burning Shores. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jo, wir sind im Burning Shores DLC. Wir sind jetzt hier an den brennenden Küsten von Los Angeles angekommen. Haben uns ja im letzten Video hier hinbegeben, nachdem wir mit Silence gesprochen haben, der uns ja den Auftrag gegeben hat, so einen Typen da zu finden, der sich ja irgendwo hier oder da befinden soll. Aber ich kann ja nicht hin. Ne, gar nicht, halt. Wo ist denn dieser dumme Turm? Ich weiß gar nicht, wo der Turm jetzt ist. Irgendwo hier muss der Turm sein. Ich glaube da. Auf jeden Fall sollte ich hier irgendwo einen Typ befinden, der irgendwas gegen Nemesis ausrichten könnte. Theoretisch. Haben auf jeden Fall jetzt hier diese Folge getroffen. Ich vergesse schon mal den Namen. Mutavi. Oder so. Die kennen wir ja. Die haben im Hauptspiel auch schon Platz immer. Mindestens in den anderen Teil dieser Gruppe. Egal, so, eben zu dem Bogenfritzen. Wo ist denn der Bogenfritze? Da oben. Komm ich denn da hoch? Ja, hier wäre er schon. So, was haben wir denn? Die Herrschaft des Kaisers, was ist das? Ein Bogen, ein normaler Jagdbogen? Jägerbogen, Alter. Gott, da brauche ich auch Brimglanz für. Scharfschutzbogen. Junge, die haben richtig Bock hier, wa? Die zwei muss ich auf jeden Fall haben. 3000. Puh, ich habe 4500. Puh, ist nicht viel. Interessantes für dich, Jägerin. Ja, stimmt. Gut, ich will mal die Nebenmission machen. Die steht hier so. Die Aufsicht hält euch offenbar auf Trab. Du hast keine Ahnung. Oder vielleicht ja doch. Lass mich an der Begräbnisstätte auf dem Westhügel. Okay. Begib dich in die Begräbnisstätte. Okay. Machen wir das doch mal. Oh, das Wasser sieht ja mal richtig nice aus. Auch richtig klar. Begräbnisstätte und dann. Eine Grabstätte. Ich warte lieber am Lagerfeuer auf diese grünen Soldaten. Gut, warten wir. Du bist da. Ich war mir nicht sicher. Tja, ich bin hier. Ich schätze, das hat was mit den Inspektionen des Aufsichtsoffiziers zu tun. Wow, 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 wow. Moment. Ich sah deinen Widerstand gegen die Aufsicht mit Seika. Dafür wirst du schon deine Gründe gehabt haben. Aber wie weit würdest du gehen, um Reng die Stirn zu bieten? Ich tue, was ich kann. Ich merke, du vertraust nicht schnell, aber ich kann nur helfen, wenn du mich lässt. Da hast du wohl recht. Vor allem in Zeiten wie diesen. Du hast gesehen, welchen Einfluss die Aufsicht hier hat. Zu Hause ist es noch schlimmer. Aber ein paar von uns tun, was wir nur können, um sie zu untergraben. Zu diesem Zweck schlossen wir uns der Flotte unter Wahrsager Enki an. Vor einer Weile brach Enki mit einer Crew auf, um einen unbezahlbaren Frachtbrief zu bergen, getarnt als Spähfahrt. Aber sie kam nie zurück. Ganz genau. Nur Enki und Kelva, auch eine Verbündete, kannten den wahren Zweck der Expedition. Dieser Frachtbrief könnte uns zu unentdeckten Fokuslagern im großen Delta führen. Und deshalb musst du mir helfen, Enki zu finden oder sein Werk zu vollenden. Noch mehr Fokusse? Der Frachtbrief, den Enki suchte. Du sagtest, er führt zu mehr Fokussen? Einen ganzen Haufen davon.
Und alle im großen Delta. Nur Wahrsager dürfen das Vermächtnis studieren. Und Enki zufolge sogar nur einen Teil davon. Also könnt ihr mit eigenen Fokussen selbst die Wahrheit herausfinden? Nicht nur herausfinden, nutzen. Alle Errungenschaften der Quen, unsere Flotten und Technologien entstammen dem Vermächtnis, der wahren Macht des Imperiums. Mit dem Wissen und der Macht auf unserer Seite könnten wir endlich die Fesseln sprengen, die Räte unserem Volk angelegt haben. Und sie vielleicht sogar stürzen. Okay, klingt gut, bin ich dabei. Bei eurer Teilnahme an der Expedition ging es also um den Frachtbrief. Nicht ganz. Die Flotte wollte ursprünglich zu einer anderen Stadt weit im Norden. Eine, in der wir mächtige Geheimnisse vermuteten. Enki hoffte, so viel Wissen wie nur möglich zu bergen, bevor es den anderen Wahrsagern in die Hände fiel. Als wir hier landeten, fand er Datenfragmente, in denen der Frachtbrief und seine Position erwähnt wurden. Dieser Fund konnte die gescheiterte Operation mehr als wettmachen. Das war Wind in unseren Segeln. Endlich Hoffnung. Okay, gut. Ich nehme an, zu Hause gibt es noch mehr Aufsichtsoffiziere wie Reng? Reng ist eine giftige Kröte. Doch der Aufsichtsrat ist das schwarze Herz des Kaiserreichs. Er schürt Angst und Misstrauen. Von allen Quen wird erwartet, auf Zeichen von Ungehorsam oder Unzufriedenheit zu achten. So steht Nachbar gegen Nachbar. Es zerreißt Familien. Mein Bruder, versessen auf seine Karriere, meldete unsere Mutter der Aufsicht. Sie war natürlich unschuldig. Doch als man sie nach den Verhören entließ, war sie nicht mehr dieselbe. Das ist schrecklich. Es tut mir leid. Ein solcher Verrat verhält nie wirklich. Ich werde Enkis Expedition suchen. Was genau war ihr Ziel? Eine Insel weit im Südwesten. Enki glaubte, der Frachtbrief sei dort in einer Ruine. Ich dachte auch, ich hätte Rauch von einer Insel östlich davon aufsteigen sehen. Vielleicht hatten sie unterwegs Schwierigkeiten. Ich kann nachschauen. Falls Ahnen bewahrt, Enki etwas zugestoßen ist, kann sein Fokus unserer Sache dennoch nützen. Und der Frachtbrief, den er suchte. Okay, ich tue, was ich kann. Cool, cool, dann machen wir das mal. Erstens, begib dich zum Rauchsignal. Alter, Vater, ist das weit weg. Ich habe zwei Spuren. Wenn der Frachtbrief den Enki gesucht hat, die Quen zu mehr Fokussen führt. Quen heißt es ja, genau. Wird das in ihrer Heimat alles verändern. Ja, nehmen wir noch das gute Brötchen hier. Okay, mal sehen. Das sind noch ein Kilometer, ja. Oh, eine Boje. Signal sein, dass Timo meinte.
Verwüstet das Areal. Okay. Jetzt sehe ich diese Hunter. Etwas auf dieser Rampe regt die Maschine auf. Auf der zerstörten Brücke sitzt ein Quen fest. Ich sollte helfen und die Maschinen erledigen. Ich sollte was anderes als Schockmunition nehmen. Ja, das war jetzt richtig fies, wa? Hab ich doch vor, du Eierkopf. Verdammte Hacke, Alter. Gegen drei von so Kackviechern ist auch räudig. Ich sollte helfen und die Maschinen erledigen. Ja, nicht mehr! Diese Insel ist verflucht! Sieh da, wo es weht! Die Maschine ist voller Wasser. Hallo! Wieso hängst du jetzt... Ja, wieso hängst du jetzt so an so einer dämlichen Kante fest? Bist du denn dumm? Ich häng schon wieder fest. Da sind zwei. Boah, die hängt aber an jedem Plunder Kackfenster fest. Oder getötet werden.
Alter! Ich bin verletzt, Fremde. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, genau, gegen drei Stück, Alter. Was machst du da? Ist ja nicht so, dass er irgendwie unfair ist oder so. Ja, genau, jetzt auch noch so ein scheiß Pirscher. Ich gehe. Jetzt schon keinen Bock mehr. Verpisst euch. Du bist doch dumm wie ein Haufen Arsch, manchmal, ne? Boah, Junge. Boah, geh mir diese Viecher auf den Sack. Ey, du gehst mir auch auf den Sack. Alter. Boah, ich komme mit dieser Steuerung einfach null klar, wa? Wieso? Junge, wie kannst du denn da festhängen? Bist du denn dumm? Du kannst in der Luft fest... Boah, gib mir die... Boah, ich hab keinen Bock. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Drei Mistviecher. Zwei von diesen Zerstörern. Der steuert sich echt kacke manchmal. Digga, was machst du da? Boah, gib mir auch you
Was machst du? Wieso schlägst du nicht? Bist du denn dumm? Boah, ey, Leute, du gehst... Das geht mir jetzt schon wieder richtig auf den Sack. Das ist genau, da wollte mich auch beim... Warum ich Forbidden West nicht weiter gespielt habe. Auf Abstand bleiben. Weil die aber teilweise null reagiert. Boah, ey Leute, was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Boah, was machst du da, Mann? Ey, Digga, willst du mich denn verarschen? Boah, die Steuerung ist richtig für den Arsch. Da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Wa? Boah, geh mir doch nicht auf den Sack, du Bock. Digga, warum machst du den kritischen Schlag nicht? Boah, und du Mistkrötengesicht, ne? Du gehst mir richtig auf den Senkel. Vernichte das Ding! Habe ich keine helfen Dinge mehr. Das war auch richtig, erwartet mich auch von Burning. Ach, für ihn. Verbinden wir es. Ja, wo ist denn dieser Pimmelberger?
Egal. Ich hab doch gerade gesehen. Ja. Hier hat anscheinend dieser Quinn-Soldat kampiert. Was tust du da jetzt? Verbände. Jemand war schwer verletzt. Ja, der Typ ist auch an der Brücke, Mann. Kehr besser wieder um, Mädchen. Es ist gefährlich. Bist du da hochgekommen, Alter? Jetzt muss ich echt diesen dämlichen Pier schon noch platt machen? Alter! Lange genug gedauert mit so einem Scheiß. Lange aufgehauen als die Kappe. Besonders das Mädchen hat ihm gerade den Arsch gerettet. Geht's dir gut? Wird schon. Aber was macht eine Fremde so weit hier draußen? Ich bin Aloy. Ich traf deinen Stamm in deiner Siedlung. Ich suche nach Enkis Expedition. Verstehe. Ich bin Rokomo. Enki stand unter meiner Obhut. Wir gerieten an ein paar Maschinen auf einer kleinen Insel im Westen. Mir blieb keine Wahl, als Enki dort wegzuzerren. Wir kamen nicht weit, wie du siehst. Ein seltsamer Wirbel schleuderte unser Boot in die Ruinen vor der Küste. Schafften es gerade auf diese Insel. Und dann stießen wir auf diese verdammten Maschinen. Enki entdeckte sie zuerst und stellte sich schützend vor mich. Er starb kurz darauf an seinen Wunden. Falls Enki tot wäre, sollte ich seinen Fokus zurückbringen. Unmöglich. Die Wellen haben ihn. Aber da du hier bist, gibt es noch eine Chance für meine Kameraden. Ich ließ sie auf dieser Insel zurück. Bitte. Du musst ihnen helfen. Okay, ich tue, was ich kann. Was ist mit dir? Ich kann dich nicht hier lassen. Sorge dich nicht um mich. Ich habe mir ein Floß gebaut. Da die Maschinen weg sind, schaffe ich es alleine zurück zur Siedlung. Gut. Pass auf dich auf. Gut. Ich sollte zur anderen Insel aufbrechen. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende. Und wenn... Warum soll ich das tun? Oder wie dumm ist das denn jetzt mal? Wenn Enkis Fokus mit dem Boot versunken ist, kann ich ihn vielleicht fangen.
Ich muss den Wirbel finden, den Rokumo erwähnt hat. Ups. Ringglanz, wertvolles Zeug. Ja, das stimmt. Ich habe immer noch kein Reittier. Das ist nicht so cool. Nö, ich gehe erst dahin. Aber Hauptsache immer hier alles sammeln. Ich stehe noch Flugzeug. Müsste eigentlich das Boot mitnehmen, aber. Ach, nö. Ich glaube, ich näher mich der Insel, von der Rokumo sprach. Ich nehme das Boot mit. Ist ja dumm. Dann wäre richtig dumm sonst. Aber glasklares Wasser, ey. Erfrischend. Ja, klasse. Erfrischend. Ah, guck mal, da ist so ein Sonnenleiter. Wie sah das? Was ist hier? Maschine. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Fest. Was sind die denn jetzt? Thank you.
Mit dem Ausweichen, das klappt immer noch nicht. Wenn ich von Feuer sein soll und ich hänge in den Baum fest. Die gehen ja richtig auf den Sack schon wieder, wa? Alter, wie soll ich diesen jetzt platt machen? Ich bin mir jetzt schon auf den Sack. Boah, gehen die mir auf den Sack. Boah, und Aloy hängt einfach an jeder Kack-Scheißkante fest. Da ist sie mir nochmal. Boah, ich hab ja schon gebaut dafür. Jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Boah, gehen die mir auf den Sack, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Bei jedem kleinen Scheiß trefft ihr. Boah, Junge. Geht mir auf den Sack. Boah, die braucht aber 50 Jahre. Boah, geht mir dann auf den Sack.
Boah, ich hab echt keinen Bock mehr dafür, ja. So unnormal. Ja, genau! Geh mir noch mehr auf den Sack, du Müllflöte. Boah, ist das eine verfickte Verarsche. Wie schwer wollt ihr das Spiel machen? Ja. Alter, der trifft doch jedes verkackte Mal. Jedes verkackte Mal trifft dieses Drecksvieh. Geh mir die auf den Sack. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Warum schlägst du nicht? Boah, gehst du mir um den Senkel. Das Gebiet ist sicher. Ich sollte mir diese Brenner näher ansehen. Alter, geht mir dieser Scheiß auf den Sack. Aber richtig. Kann nicht so schwer sein. Die Sachen, die mir bei Forbidden West abgefuckt haben, die fucken mich jetzt hier nochmal ab. Werde ich bald brauchen können. Aber richtig. Muss ich mich verarschen? Boah, Alter, du bist da so hart dumm, wa? Ich hab keinen Bock mehr, ich hab hier absolut keinen Bock mehr. So eine Plunderkacke wieder jetzt hier, ne. Gib mir ein scheiß Lagerfeuer, dann bin ich ein scheiß Hund. Boah, ob ich dann noch weiterspiele, aber ich weiß nicht. Das fuckt mich so hart schon wieder ab. Ne. Den Scheiß tut mir jetzt keine Ahnung, ich muss schon nur an. Absolut nicht. So, Lagerfeuer gespeichert. Tschüss, Aloy. Mach deinen Scheiß alleine, da hab ich doch keinen Bock drauf, Alter. Ja, dann wende ich hier auf jeden Fall mal das Video. Das fuckt mich schon wieder richtig ab, Alter. Die Kämpfe sind ja unnormal starr, schwer. Das ist ja wohl hart übertrieben. Richtig hart übertrieben. Ne. Weiß ich von 36, was filmen wir denn hier noch?
Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie man die ganzen Sachen einwirbt. Gut, ja, mal gucken, keine Ahnung. Ja, damit das Ding jetzt weiter zocken wird, keine Ahnung. Das geht mir schon wieder so hart auf den Sack. Allein schon die ganzen Kämpfe sind schon wieder unnormal. Und trotz Schwächen und Angriff mit Schwächungsangriffen, sag ich mal, sind die Viecher unnormal stark. Also, ne, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hab. Mal gucken, der DLC mag vielleicht geil werden. Aber da habe ich da Bock drauf habe, ich weiß nicht. Absolut nicht. Da fuckt mich ja jetzt schon so hart ab wieder. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da überhaupt noch Bock drauf habe, mir den Scheiß kaputt zu geben. Wir werden sehen. Ansonsten würde ich sagen, zocke ich eh noch Resi. Boah, Alter, schon wieder so eine Kacke an so einem blöden Holz. Meine Fresse, Alter. Kann man so einen Scheiß die ganze überall mal festhängen. Richtig nervig. Also Razy läuft ja, Atomic Heart läuft ja. Und Chia läuft ja. Und dann läuft ja auch nächste Woche eh Star Wars. Deswegen mal ganz entspannt gucken, ob ich das Ding hier überhaupt durchziehe. Gut, jo, wenn ihr Bock drauf habt, seid gerne mit dabei. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.